Besondere Aktion. Basler Schüler verabschieden sich vor dem Rathaus der Musikklasse. Während Politiker drinnen debattiert haben, hat es draussen vor dem Rathaus heute Morgen eine ganz besondere Aktion gegeben. Über 200 Schülerinnen und Schüler haben hier getanzt und gesungen, das aber nicht unbedingt aus fröhlichem Anlass. Nach 25 Jahren wird im Rahmen der Schulharmonisierung in Basel nämlich die Musikklasse an der Mittelstufe abgeschafft. Sie sind die letzten Schüler, die die Musikklassen erleben. Sobald sie mit der Orientierungsschule fertig sind, schafft der Kanton die Musikklassen ab. Laut den Kindern sei das falsch. Musik ist etwas sehr Wichtiges für Kinder und alle. Und es ist eine tolle Sache und ich fände es sehr schade, wenn es abgeschafft wird. Und für dich? Ja, es ist einfach schade, weil Musik ist etwas vom Tollsten, was es gibt. Ich finde es nicht gut, dass es keine Musikklasse mehr gibt, weil Musikklassen sind toll, dass man 5 Lektionen lang Musik kann. Es gibt immer noch. Musikklassen haben im Gegensatz zur normalen Klasse mehr Musikunterricht. Im Rahmen der Schulharmonisierung stellt der Kanton die Förderklassen ein. Und nicht nur das, der Musikunterricht verliert auch bei den normalen Klassen an Bedeutung. In der Primarschule bleibt die Musik noch nicht Pflichtfach. In der Sekundarstufe wird Musik ab dem zweiten Jahr zum Wahlfach, also nicht mehr obligatorisch. Gegen diese Entwicklung kämpft Martin Metzko. Der Musiklehrer hat die heutige Singaktion mitorganisiert. Also unsere Vorstellung ist einfach die, dass in der Volksschule, dass man dort an sich auch Musikunterricht hat. Und zwar von der ersten bis zur letzten Klasse. Und dass das nicht plötzlich weggewählt werden kann. Und für das setzen wir uns ein. Und für das sind wir auch im Gespräch mit dem Erziehungsdepartement, auch mit den verschiedenen Seiten, die daran beteiligt sind. Laut dem Erziehungsdepartement wird Musik weiterhin einen hohen Stellenwert behalten. Nein, ganz abgeschafft wird auf jeden Fall nicht. Es ist jetzt natürlich im Wahlpflichtbereich, aber auch da denke ich, gibt es viele Möglichkeiten, wo wir gerade die Schulen und die Lehrpersonen ermutigen, dass sie weiter werden Projekte machen. Wir überlegen uns auch, wie man das noch besser kann indizieren und das wird auch einen wichtigen Stellenwert behalten. Wie der Musikunterricht ab der Sekundarstufe aussieht, sei also noch nicht ganz klar. Für die genaue Planung hat das Erziehungsdepartement noch 3 Jahre Zeit.